Das erste Erklärvideo gehört zum Foliensatz Grundlagen der Gestaltung Einführung. Hier geht es im Wesentlichen um die Prägung von Begriffen, denn wir müssen sprachfähig werden über Fragen der Gestaltung und das ist natürlich jetzt in mehrfacher Hinsicht wichtig. Also erstens handelt es sich hier um eine Vorlesung, also eher alles muss vertextet werden. Wir haben also wenig mit praktischen Fragen und praktischen Vorgehen hier zu tun. Und dann werden Sie auch merken, dass wir auf diese Weise natürlich auch einem Vorurteil begegnen, dass es also in der Gestaltung eher um unscharfe und vage Dinge geht, um Fragen des Gefühls, nicht? Wenn Sie sich diese drei Schraubstöcke da angucken, die auf der ersten Folie zu sehen seien, dann werden Sie rasch merken, dass Sie ja schon sagen können, das finde ich schön oder finde ich nicht schön oder gefällt mir nicht. Aber es bleibt natürlich rasch das unbefriedigende Gefühl, dass wir jetzt nicht wissen, warum oder und das auch nicht präziser benennen können, was wir da sehen, außer dass wir jetzt den Gegenstand vielleicht bezeichnen können. So, in dem Sinne gehen wir jetzt rein ins Geschäft und ich will einfach Sie Schritt für Schritt an ein paar Fragen heranführen, vielleicht gar nicht so sehr zu Erkenntnissen bringen, sondern dass Sie in Zukunft vielleicht die Dinge sich etwas aufmerksamer angucken, was Ihnen in der Alltag so begegnet. Also zuerst links das kleine Schema, was auf der linken Folienseite zu sehen ist. Hier wird ein semiotisches Modell vorgestellt, wie ein, was auch immer, ein Kunst- oder Gestaltungsgegenstand, wie der beschrieben werden kann. Also das ist also eine erste Näherung, um zu gucken, welchen inneren Aufbau hat denn so ein Gegenstand, betrachtet immer als kommunikatives Ereignis. Also das muss man dazu sagen. Die Semiotik ist also eine Wissenschaft, man könnte auch, oder auch eben Zeichentheorie, die Dinge dahingehend untersucht, wie sie kommunikativ funktionieren. Und da steckt letztlich auch unsere Idee, wenn wir später Vorgaben machen wollen, wie Gestaltung funktioniert, dann werden wir ganz einfach sagen, wir wollen die kommunikative Funktion optimieren, mehr nicht. Wir wollen nicht die Welt neu erfinden, wir wollen auch nicht die Menschen aufrütteln zu irgendetwas, sondern wir wollen ganz einfach, dass ein Objekt als Zeichen kommunikativ besser funktioniert. Das ist also erstmal der Fokus, den wir legen. Also, jetzt geht's los. Wir haben eine innere Schachtel, die nennt sich Struktur. Also, was ist damit gesagt? Jedes Ding besitzt also einen Aufbau, jetzt natürlich jetzt im grafischen, gestalterischen Sinne. Also, etwas besitzt Relationen. Die Relationen werden zwischen Elementen eingegangen. Das sind jetzt also auch grafische Elemente. Und die können wir jetzt auch geometrisch, topologisch, mit Sprachen der Plastik oder der Kompositionslehre beschreiben. Das ist also erstmal die Struktur. Das ist das, was für die Wahrnehmung konkret vorliegt. So, dann ist das Ganze ummantelt oder umhüllt von einer zweiten Schachtel. Die nennt sich Bedeutung. So. Also, hier ist natürlich jetzt schon etwas im Sinne der Semiotik gesagt. Also die Struktur bindet eine Bedeutung oder anders ausgedrückt, die Bedeutung hängt an bestimmten Strukturmerkmalen, an bestimmten Merkmalskomplexen. So entstehen also die Muster, die uns quasi bei der Kommunikation helfen oder bei der Interpretation des Objektes. Also Bedeutung hängt an der Struktur. Und jetzt gibt es noch eine dritte Schachtel, die ist also nicht zu vergessen, die nennt sich Wirkung. Hiermit ist jetzt ganz schlicht ausgesagt, nichts wird ja von einem Gestalter, vielleicht sogar Künstler, in die Welt gestellt,
ohne dass die Absicht verfolgt wird, eine Wirkung zu erzielen. Das kann jetzt sein, dass jemand weiß, wie geht der Feuerlöscher. Der User einer Software weiß, wo muss er draufklicken. Und vielleicht einfach der naive Betrachter weiß, ja, wo wird der Blick, wo soll mein Blick gefesselt werden? Also die Wirkung kann also etwas, kann man ganz breit sehen. Aber das ist also die Zielrichtung jeglicher gestalterischer Aktivität ist, eine Wirkung zu erzielen. So, nichts geschieht, ist jetzt für sich. So, jetzt bringe ich noch drei weitere Begriffe ins Spiel. Die semiotischen Disziplinen, die an diese drei Etagen, könnte man auch sagen, gekoppelt sind. Das ist einmal die Pragmatik. Das schreiben wir es mal gleich mal hin. Des Weiteren die Semantik und die Syntaktik. So, die Begriffe kennen Sie zum Teil wahrscheinlich schon umgangssprachlich. Also wenn Sie jetzt im Deutschunterricht gesessen haben und da ging es um den Satzbau, Syntax, dann ist das steckt also hier in dem Begriff der Syntaktik drin. Also es ist also eine Lehre, die sich mit dem inneren Aufbau der Dinge beschäftigt. So, die Semantik ist jetzt schon ein bisschen vielleicht ein Begriff, der uns nicht so ganz immer unterkommt, ist also, da steckt Semen drin, das Zeichen, also die Zeichenhaftigkeit syntaktischer Strukturen, könnte man auch sagen, damit beschäftigt sich die Semantik. Und die dritte Disziplin, da geht es darum, die Wirksamkeit zu untersuchen, und hier ist vielleicht wieder etwas, was Sie aus der Umgangssprache kennen, ne? Vielleicht haben Sie irgendeinen Onkel und man sagt, der ist ein Pragmatiker, das heißt also, der macht nicht viel Schnörkel, sondern will recht zügig eine Wirkung erzielen. Das ist ein pragmatisches Vorgehen, und also das steckt jetzt in dem Begriff jetzt hier drin. Ja, müssen wir nicht weiter uns aufhalten. Jetzt kommen noch drei weitere Begriffe, die wichtig sind. Und zwar hat die Semiotik schlägt bestimmte Zeichenklassen vor. Das heißt also, es wird klassifiziert danach, welchen Charakter die Bindung von Bedeutung und Struktur besitzt. Und hier unterscheidet die Semiotik drei Zeichenklassen. Das sind einmal die Symbole. Des Weiteren geht es um Indizien oder Indizes, also im Einzahl Indiz. Und eine dritte Klasse sind die, damit ist die ikonische Kopplung gemeint, also da geht es um Icons oder das Icon. Nicht zu verwechseln mit dem Icon, wenn wir später dann mal über den Aufbau von Desktops sprechen. Also das ist jetzt ein anderer Wortstamm, der da drin steckt. So, also wie unterscheidet nun die Semiotik diese drei Zeichenklassen? Wir fangen mal mit einem kleinen Beispiel an. Ich male Ihnen hier jetzt mal eine ganz kleine, unbeholfene Grafik hin. Und die Kennerinnen und Kenner werden sofort sehen, hier hat er einen kleinen Stuhl gemalt. So, also eine Seitenansicht, einfachster Bauart von einem IKEA-Holzlattenstuhl, sehen wir hier. So, eine Seitenansicht ist zu sehen. So, wenn wir dieses Objekt als Icon analysieren, dann wird nur untersucht, welche Ähnlichkeit besitzt denn dieses Objekt zur Klasse der Stühle, zu Stühlen, die ähnliche Merkmale besitzen wie das Ding. Und hier haben wir natürlich auch, geht es also nicht vordergründig um Identität, sondern also nur, dass bestimmte Merkmale immer auch ähnlich sind zur bestimmten Klassen von Stühlen. Also das
das Ding als ikonisches Zeichen meint also einen Stuhl, mal ganz einfach gesprochen. So, jetzt widmen wir uns der nächsten Zeichenklasse zu, also den Indizien oder den Indizes. Ja, wenn wir so, jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie kommen in ein Wartezimmer und dann ist da praktisch ist da eine Tür, nicht, mit einer Klinke. Und sie, da ist man praktisch dieses Objekt da auf die Tür gemalt. Dann werden sie sagen, dort sind wahrscheinlich Stühle hinter der Tür, wo ich mich hinsetzen und warten kann. Vielleicht ist das auch das Zeichen für das Wartezimmer. Nehmen wir jetzt mal an. So, möglicherweise steht da auch Wartezimmer, aber wir bleiben jetzt bei unserem Beispiel. Damit ist also eine kausale Beziehung zu einem Raum hergestellt, in dem man sitzen kann. Also hier ist also eine Ursache-Wirkungsbeziehung steckt in diesem Zeichen drin. Und ich mache als Kurzform, schreibe ich mal hin, dieses Zeichen beruht auf einer Bedingung. Also ein kausales Zeichen. Oder wir könnten auch hier schreiben, Kausalität als Merkmal dieser Zeichenklasse. So, jetzt gehen wir noch weiter. Jetzt denken wir uns mal doch mal das Zeichen hier neu hin. Und wir finden jetzt plötzlich dieses, jetzt geht es also um symbolische Beziehungen, plötzlich finden wir diese Grafik hier auf einer Fahne. So, jetzt könnte man natürlich wieder im indizienhaften Sinne denken, naja, vielleicht will hier jemand, wenn er die Fahne schwenkt, sagen, hier geht's zum Wartezimmer. Aber es könnte auch um was anderes gehen. Vielleicht ist das Wappen der Stuhlbauerzunft. Ja, wir wissen ja, in Rabenau gibt es ja ein altes Stuhlmacherhandwerk und möglicherweise, wir denken uns das jetzt mal, haben die Festivitäten und schwenken da Fahnen und da ist das Ding dann drauf und alle freuen sich. Und so, jetzt ist also dieser Stuhl jetzt, hat also keine Beziehung zu einem konkreten Stuhl. Er meint auch nicht irgendwie Wartezimmer oder ein Lager, wo Stühle aufbewahrt werden oder was also alles kausal damit verknüpft sein könnte, sondern der symbolische Zusammenhang realisiert sich in der Beziehung dieses Zeichens zu der Gemeinschaft der Stuhlbauer und vielleicht noch ihrer Familienangehörigen oder der ganzen kulturellen Gemeinde, die es da so in Rabenau gibt. Das ist also, um jetzt hier wieder einen ganz einfachen Begriff noch hinzubauen, diese Zeichenklasse beruht auf Zuordnung, ist also relativ willkürlich. Er könnte auch was ganz anderes sein. Ja? Es wird von rechts nach links immer offener. Ja? Also während wir hier noch konkrete Merkmale als Beziehung erkennen, sind die hier schon wird das Ganze hier schon offener gesehen. Und schließlich ist es also eine reine willkürliche Zuordnung dieser Grafik zu der sozialen Gruppe. Da haben wir also hier drei Zeichenklassen. Ja, wir könnten das Ganze jetzt auch nochmal auf eine andere Weise, wir können also irgendwelche anderen Merkmale nehmen. Wir nehmen jetzt mal hier diesen roten Fleck, nicht? Das geht also genauso schön. Wir können also sagen, ikonisch könnte man sagen, ja, das ist die Farbe Rot. Wir könnten die Farbnummer des RAL-Kataloges oder der HKS, der Druckfarben, hernehmen, um das zu beschreiben. Wir können es auch umgangssprachlich sagen, das ist ein Tomatenrot, wie auch immer. Also wir können also den ikonischen Gehalt dieses roten Flecks jetzt hernehmen. Indizienhaft ist es natürlich auch, kennt jeder, nicht? Den roten Notausknopf oder an der Ampel, bei Rot bleib stehen, bei Grün darfst du gehen, kennt jeder. Also da ist es also eine, sagen wir, könnte man sagen, auch eine Signalfarbe.
Und hier wird Ihnen auch sofort was einfallen. Das Ganze können wir natürlich jetzt auch politisch sehen. Das sind die Roten, nicht? Und so weiter, obwohl die auch blaue Sachen anhaben. Ne? Also sehen Sie also die Kraft der Zuordnung. So, also könnten wir also auch einen Jingle aus einem Werbespot nehmen. Alles Mögliche könnten wir hier auflisten und das also hinsichtlich dieser drei Dinge mal auseinandernehmen. Wenn wir uns jetzt diesen auf der Folie abgebildeten Schraubstöcken nähern, ne, kommen wir jetzt schon ein bisschen weiter. Sie sehen, beschreiben jetzt mal vielleicht von dem einen die Strukturmerkmale. Wir können sagen, ja, wir nehmen mal den, der da rechts unten ist. Der beruht ja auf einer Symmetrie dieser Backen. Ne? Sehen Sie da diese zwei sich gegenüberstehenden Massen. Ne? Hier oben ist dann die Wirkstelle. Und wir könnten sagen, ikonisch ist hier vielleicht so eine Art Zange abgebildet. Also etwas, was ja zusammen will und sich auch ergänzt. Indizienhaft ist hier angedeutet, dass es also hier zu einer Verdichtung der Kräfte kommt, ne, die dann oben das Werkstück, vielleicht unser Blech hier, festhalten. Wir merken, als die dritte Zeichenklasse ist hier jetzt natürlich etwas unterrepräsentiert. Also hier drin jetzt etwas Weiträumigeres zu sehen, also dass das jetzt für eine kulturelle Gruppe steht, also das müsste man jetzt alles behaupten. Wir kennen natürlich, vielleicht die sich so ein bisschen umgeguckt haben in der Welt, wir haben feststellen, natürlich hat man auch schon Werkzeuge auf Fahnen gesehen, also Hämmer waren da schon zu finden in der Geschichte, Sicheln, sogar ein Zirkel, nicht? Aber ein Schraubstück gab es noch nie. Also merkt man, dass also nicht immer alle drei Aspekte gleichermaßen stark in einem demselben Zusammenhang zu finden sind. Und wenn wir jetzt hier noch ein bisschen weiter gehen, dann sehen wir hier unten diese Masse. So, und dann stellen wir fest, also diese Treppung, nicht, die passt ganz gut zur Werkbank. Also das könnten wir jetzt auch mal durchdeklinieren. Hier vorne kommt also ein Zylinderchen raus und ein Zylinder sagt uns immer, ja, da kann man was drehen und was verändern, nicht? Also Sie können jetzt also Stück für Stück diese Schraubstücke auseinandernehmen und jetzt schon relativ klar diese untere Packung hier, Bedeutung, Struktur, jetzt beschreiben. So, das war jetzt die erste Übung, die wir gemacht haben. Wenden wir uns der nächsten Folie zu. Da will ich jetzt nur kurz etwas zu sagen zur nächsten Folie. Also das ist also mehr so eine Art Vorschau. Also wenn es uns in Zukunft um Syntaktik geht, werden wir wahrscheinlich immer Fragen der Ordnung untersuchen. Also Gestaltung besteht darin, Ordnung herzustellen, Komplexität und Unordnung zu beseitigen. Das ist das kleine Einmaleins von Gestaltung. Und wenn Sie sich jetzt diese Oberfläche dieses Audioprogramms jetzt angucken, da sehen Sie schon auf den ersten Blick, klar, das hat ja ganz gut geklappt. Sie sehen also wieder auch so eine Schachtelung, Lichtgrau umschließt ein Dunkelgrau, da drin sind wieder taubenblaue Felder. Das Ganze ist untermalt durch Linienstrukturen, ne? Wir entdecken sofort ein Raster und so weiter und so fort. Also das ist also ja, das täglich Brot des Gestalters, Ordnung herzustellen, Layoutstrukturen zu entwickeln und so weiter und so fort. Zur nächsten Folie. Die ist jetzt da will ich Sie auch nochmal auf etwas hinstoßen, zu einer Gedanken hinbewegen. Überschrieben ist diese Tafel mit Ein- und Mehrdeutigkeit. Und das Ganze ist nochmal in Relation zur Pragmatik gestellt, aber
bleiben wir bei Ein- und Mehrdeutigkeit. Wahrscheinlich könnte es noch schärfer heißen, Ein- versus Mehrdeutigkeit. Also wenn wir naiv jetzt rangehen, werden wir immer denken, es geht in der Gestaltung darum, Eindeutigkeit herzustellen. Also diese Wirkung soll klar ausgelöst werden. Die Bedeutung soll eindeutig an der Struktur abgelesen werden. So, also das ist so ein schönes Ziel. Und jetzt habe ich hier Ihnen mal zwei Beispiele hingepackt, die so einfach wild aus dem Alltag mal wegfotografiert wurden. Und da sehen wir gleich, wie schwierig das eigentlich auch ist, jetzt zu machen. Wir sehen also links mal so ein ganz einfaches Ding, war sicher jetzt kein Produkt langer gestalterischer Überlegung, nicht? Also so eine Display da, was auf der Straße steht. Und wir sehen oben praktisch einen deutlichen Pfeil, der nach rechts geht. Und unten einen, der geht nach links. So, alles klar. Also die Menschen, die jetzt hier entlang wandern, die werden aufgerufen, sich zu teilen. Welche gehen nach links und welche gehen nach rechts. Dann gibt es hier eine Zuordnung. Hier ist jetzt praktisch oben ein kleines Männle. Das läuft so schön forsch da lang. Und unten ist ein kleines Fahrrad. So, also, so. Und hier ist der Lenker und der Sitz. So. Und jetzt merken wir, ui, hier ist ein kleiner Widerspruch. Das Männle läuft nach links, das Fahrrad fährt nach rechts. Also hier haben wir schon einen Widerspruch. So, das ist natürlich jetzt für uns als vernunftbegabte Wesen jetzt gar kein Problem. Wir merken, wenn wir das jetzt beschreiben, dass die großen Pfeile offensichtlich den Ton angeben und diese kleinen Piktogramme jetzt nur die Illustration sind, um welche Zielgruppe oder welche Bevölkerungsgruppe es sich handelt. Also die Fußgänger gehen nach rechts, die Radler nach links. So, jetzt hätte man natürlich gestalterisch das jetzt auflösen können, indem man an dieser Stelle vielleicht ein richtungsindifferentes Figürchen hinsetzt, vielleicht den kleinen Vitruvmann jetzt so, aber den kennt sowieso keiner, wäre vielleicht auch irreführend. Oder beim Fahrrad geht es schon fast gar nicht, nicht? Das könnte man nur in der Front- und Rückansicht darstellen, das ist also keine... dass das Bild keine Richtung vorgibt, wäre aber schwer zu erkennen. Wir sehen also, dass das ganze Ding ist ein Kompromiss. Und die Vernunft siegt, dass wir also das Ganze recht gut interpretieren können. Sie sehen also, und irgendwann wird man auch aufhören hier mit Überlegen und sagen, das Schild muss fertig werden, das wird jetzt so. So, nächstes Bild, was Sie sehen, vielleicht nochmal... ist auch jetzt keine gestalterische Meisterleistung. Da bin ich mal vor 1000 Jahren mit dem Bus nach Spanien gefahren. Da kam ich irgendwie durch so eine Mautstation. Also war das Problem des Busfahrers. Und man fuhr durch so ein riesiges Gebilde drunter durch, das sich in etwa so als Silhouette gegen den Morgenhimmel da abzeichnete, unten ist die Straße. So. Und wir bleiben jetzt mal bei dieser eher abstrakten Darstellung und jetzt versetze ich mich mal in die Rolle des Busfahrers, der jetzt hier aus der Ferne kommt, aus dem kalten Norden und will in den warmen Süden und der kommt mit seinem Bus und sieht da jetzt diese Struktur und der sieht da zuerst, ich sehe hier so ein schönes Dach, das sieht aus wie so ein Portal. Und da nimmt er seinen Bus und steuert den da jetzt hin. Auspuff hat er sicher, ne? So. Und fährt dorthin. Jetzt gibt es noch einen anderen Busfahrer, der sagt, ich ziehe hier diesen Zeiger vor. Ne? Ich nehme das. Das sagt, das ist also ein bisschen hier entlang, lieber Busfahrer. Und ich stelle meinen Bus jetzt hier hin. Nicht? Und so, und der aufmerksame Betrachter des Fotos wird sehen, dass der eine Busfahrer recht hat, und zwar der hier. Das ist der, machen wir es mal rot, roten Haken. So, das ist der Gewinner. Und der hat jetzt auch Pech, weil hier immer so Poller stehen, sehr wuchtige, die sozusagen auch immer sagen, die Interpretation
dieses Zeichens führt in die Irre. Ne? Also der Bus muss hier dazwischen, hier hin und hier hin und hier hin. So, das ist jetzt erstmal so die Lage. Wir sehen natürlich, wenn wir genauer hingucken, dass der diesen Pfeil jetzt hier bevorzugt hat, natürlich gestützt wird durch Ampeln, die noch hier sind und hier eine Grafik, die noch aufgebracht ist. Also im kommunikativen Alltag ist es jetzt auch nicht wahrscheinlich, dass der jetzt hier gegen den Poller fährt. Das Beispiel soll jetzt nur dazu dienen, um zu zeigen, dass also auch immer wieder Gestaltung eine Balance widerstrebender Aspekte ist. Das ist also eine Erkenntnis, die wird man über seine Berufspraxis nicht los. Also das schöne Märchen von der Eindeutigkeit wird es nicht geben. Es wird immer nur darum gehen, klug diese Balance so zu halten, dass eine Seite gewinnt und die Gegenkräfte, sagen wir mal, verlieren. Das Ganze wird natürlich da auch reicher, dass also wir sehen, wir sprechen ja immer davon, wann empfinden wir etwas als schön, wenn es spannungsvoll ist, wenn wir sagen, es ist nicht langweilig. Und das kommt eben daher, dass die gestalteten Objekte diese Balance in sich austragen. Und natürlich muss man sich mit den Dingen auch auseinandersetzen, um jetzt zu verstehen, was hier los ist, nicht? Und ja, so ist es eben. Das ist eben in der Gestaltung ein nicht gelöste Frage, wie man methodisch zur Eindeutigkeit kommt. Und so haben wir uns einfach entschlossen, diese Mehrdeutigkeit positiv zu sehen, dass sie also eben zu dieser, dass ein Ding interessant macht, dass sich also die Aufmerksamkeit gebunden wird und dass es spannungsvoll ist und so weiter und so fort. Und das hängt eben mit diesem Kampf dieser Widersprüche zusammen, die in einem Objekt immer herrschen. Vielleicht lassen wir es mal an der Stelle so stehen und Sie denken einfach mal ein bisschen drüber nach. So, jetzt kommen wir zu etwas bisschen launigeren hier. Oben habe ich jetzt nochmal den Begriff der Zuordnung. Den hatten wir ja vorhin bei der Stuhlbauerfahne diskutiert. Also jetzt haben wir hier Galionsfiguren. Die habe ich mal vor 1000 Jahren in London fotografiert, im Bauch der Katisark. Das war so ein T-Clipper, der da als Museumsschiff steht und ist wohl irgendwann abgebrannt, aber ich weiß nicht, ob es die Figürchen jetzt noch gibt, ist jetzt auch nicht die Frage. Aber wo will ich drauf hinaus? Also wenn wir haben ja heute, wenn also hier das Ufer ist und hier ist die Tribüne und da stehen alle und freuen sich, und hier ist das Schiff und das soll jetzt hier zum Stablauf gebracht werden, dann haut die Präsidentengattin hier einen Sektflasche an das Schiff. Das ist also jetzt noch so ein Überbleibsel magischer Gepflogenheiten aus der christlichen Seefahrt, dass allzeit gute Fahrt gewünscht wird und immer eine Handbreit, wie sagt man so, Wasser unterm Kehl. So, hier muss man das Wasser machen. So, und diese Galionsfiguren sind sicher aus einer Epoche davor, wo man eben auch eine Figur mit dran gesetzt hat, vielleicht eine Göttin, die jetzt für gute Fahrt sorgt. Und wenn wir noch ein Stück zurückgehen, dann war vielleicht auch mal ein Priester, der hat das Schiff geweiht und hat gesagt, dass das geht mal bitte nicht unter und so weiter und so fort. Und in der alten Zeit war dieses Zeichen richtig verbunden mit der praktischen Funktion des Schiffes, gut durchs Wasser und den Sturm zu kommen. Und über die Zeit läuft, da merken wir, ist also das immer eine offenere Beziehung geworden. Wir würden jetzt sagen, naja, das ist jetzt hier ein Märchen und das akzeptieren wir so und ist auch ganz nett. So,
Also was dieses Beispiel zeigt, ist also, dass zeichenhafte Beziehungen auch immer historisch konkret sind in der Kraft der Zuordnung und der Bindung. Also die, ja, es ändert sich einfach in den Zeiten manchmal etwas. Das können wir auch sagen. Also ein Zeichen ist keine auf ewig geschaffene Erscheinung oder Gegebenheit. So, vielleicht mal das so. Hier kommen noch auf der nächsten Folie zwei, die ich mal in Oslo entdeckt habe. Wunderschöne Dinge, und man ist eigentlich doch dankbar, dass die Zeiten früher doch mehr von Magie durchdrungen waren, sonst hätte man nicht diese zwei schönen Skulpturen hier, die man da sieht und denkt, dass, ach ja, wie war doch die Welt mal ganz schön. So, hier noch zwei Schiffsenden, sage ich mal, oder Bug, einfach ein Bug, der jetzt mal naiv farbig illustriert ist, und rechts einer, ein richtiger Klassiker, so ein Wikinger-Schiff oben mit dieser auslaufenden Volute oder mit dieser Spirale oder Schnecke, die da oben ist, ne? Wissen wir auch, das braucht das Schiff nun wirklich nicht, aber der alte Wikinger wollte es einfach auch ein bisschen schön haben auf der Fahrt, nicht? Und er hat bestimmt auch so manchen Zauber entfacht, bevor er in See gestochen ist. So, nächstes Beispiel. Nochmal eins, gehen wir nochmal tief in die Syntaktik hinein. Hier haben wir ein Portal, nicht? Und ja, jeder wird das jetzt erstmal naiv so feststellen, wenn er da so durchläuft. Da bin ich in 1980er Jahren nach in Leningrad, heute St. Petersburg gewesen, und gehe da schön auf die Ermitage zu, und da kommt man durch dieses Portal. Und dann wird man, wenn man jetzt nicht ganz aus Stein ist, wird man merken, ach, hier wird man richtig gefeiert, und das ist ein richtiger Auftritt auf dem Platz, noch mit dieser Stele da oder mit der Säule da auf Achse. Also man, es ist also wie ein kleines, wie so ein theatralisch alles, was da abläuft, nicht? So, nun könnte man wieder sagen, ein Bauingenieur würde sagen, naja, macht's bitte halblang. So ein Rundbogen ist natürlich nicht nur zum Feiern des Eintretenden da, sondern es ist einfach auch bauphysikalisch eine gute Struktur, um die Kräfte hier aus der Mitte heraus in die Säulen oder in das Mauerwerk zu bekommen. Das ist also, und jetzt einer von heute würde sagen, ja, und ich kann die Serienfertigung der Steine auch betreiben. Also so ein Rundbogen, der so schön vollkommen ist, ist einfach auch eine ingenieurtechnisch gute Sache. So, also, und deshalb gibt es Rundbögen. So, könnte man sagen, lassen wir es da mal so stehen. Ich habe also hier noch in den folgenden Folien ein paar Beispiele. Da sehen Sie eine Stahlbrücke, also ein ganz profaner Gegenstand, der sehr symmetrisch und mit Bögen ausgestattet ist. Dann wieder eine Kapelle, nicht? Wo wir also denken, ja, so ein sakraler Raum, der muss so sein. So, und ja, wie ist denn das jetzt mit diesem Bogen nochmal, mit dieser Symmetrie? Die Symmetrie ist natürlich, wir könnten jetzt fragen, ist denn jetzt, sagen wir, diese eher theatralische Wirkung oder die ich eben geschildert hatte, mit was hängt die denn zusammen? Und wir wollen mal diese Spur aufnehmen, und wir werden feststellen, dass es also eine Vielzahl, die ich jetzt gar nicht alle schildern kann, eine Vielzahl an Begründungen dieser Form noch gibt, völlig außerhalb der Bauphysik. Also, eine erste Begründung ist natürlich, dass also symmetrische Erscheinungen auch immer uns widerspiegeln. Also unsere Symmetrie des Körpers ist dort also nochmal da. Das wäre also eine dieser Relationen, könnte man nehmen. Eine andere ist vielleicht, wenn Sie mal in der Sächsischen Schweiz wandern waren, werden Sie vielleicht irgendwelche Felsformationen sehen, wo Sie so da lang müssen. Und manchmal gibt es vielleicht auch noch
ein Felsbrocken, der da klemmt und sie denken jetzt auch, oh ja, ist ein Portal. Aber mehrheitlich sind natürlich diese Natur und durch Erosion gewonnenen Formen jetzt nicht symmetrisch. Das heißt also immer, wenn jetzt plötzlich etwas ist, was symmetrisch ist, denken sie, oh, da steht ein Zelt und da ist einer. Also die Symmetrie zeigt auch immer die Anwesenheit oder dass ein Mensch dort war. Das ist also durch symmetrische Formen noch zu begründen. Und jetzt kommt etwas ins Spiel, was wir sagen, wenn wir also, und da können wir jetzt mal diese beiden Seiten jetzt gut vergleichen, die Symmetrie, obwohl sie bauphysikalisch so schön stabil ist, ist sie optisch jetzt doch recht empfindlich. Also wenn ich jetzt beschließe, die Sache jetzt mal hier links zu löschen, dann ist natürlich, fällt das ganze Ding in sich zusammen. Das ist also nur nebenbei gesagt. Sondern das symmetrische Prinzip ist hat sich erledigt. So, also das können wir feststellen. Also es ist insofern will Symmetrie auch immer vollständig gezeigt werden. Wenn ich hingegen hier irgendwann mal einen Übermedia-Bergsteiger dazu geführt hat, dass hier oben der Kopf der Barbarina jetzt hier runterfällt, dann ist das schade. Aber zerstört das Bild nur am Rande, nicht? Also ich werde also immer noch sagen, ja, das sind unsere sächsischen Felsen. Das also, und auf diese Weise könnten wir noch zahlreiche Begründungen finden, warum Symmetrie eben so ein bevorzugtes Muster ist, im Sakralen, im Architektonischen und wo auch immer. Und wenn Sie jetzt mal weiterklicken, die Folien, dann sehen Sie doch diese ganz profane Waage. Nicht? Und habe links daneben noch ein paar Bildchen gesetzt von Briefwagen. Und da sehen Sie also, dass der Zeiger also diese Bewegung jetzt machen soll, hat natürlich nichts mit irgendeinem mechanischen Prinzip da drin zu tun. Also der Zeiger kann also sich auch so bewegen oder wie auch immer. Das ist also hier jetzt eine bewusste Entscheidung, jetzt so eine Art kleinen Altar hier aufzubauen. Dann ist ja auch noch eine weitere Symmetrie da drin. Das ist also nicht nur eine Spiegelsymmetrie auf der Frontseite, sondern es kommt auch noch zu einer Symmetrie vor der Zurückseite. Also wir merken es schon, wie viel Symmetrie jetzt hier. Und wenn Sie jetzt hier im Heißhunger Ihr halbes Kilo Hackepeter jetzt in diese Schale packen, dann merken Sie, dass dieser Wägevorgang jetzt doch ein bisschen was Rituelles bekommt, vor allen Dingen für den Fleischesser. Ja, also, das ist jetzt eher ein kleiner Witz, aber Wegwisch. So, weiter geht's. Dann sehen Sie, das ganze Ding ist auch noch in so einer Goldbronze lackiert. Ja, also hier wurde ziemlich alles an die Front geworfen, jetzt um das Wiegeritual jetzt hier zum Äußersten zu treiben. Ja, so viel jetzt zur Symmetrie. Also, und oben stand ja in der Folie zuvor noch der Begriff der Zuordnung. Also Sie merken jetzt, dass dieses Merkmal, wenn es also erstmal angereichert ist mit einem erweiterten Sinn über die Bauphysik hinaus, kann es eben auch übertragen werden auf Dinge, wo es gar nicht mehr um die konkreten physikalischen Dinge geht. Und die eher symbolischen durch die Symbolik getragenen Interpretationen können mitgenommen werden. So, jetzt komme ich im nächsten Bild zu so einem Ding, wo wir merken, oh, mit der Gestaltung, das geht jetzt auch manchmal in Ecken, wo wir schon ziemlich genau werden müssen, wo wir nicht mehr so, wie ich eingangs sagte, immer nur sagen können, ja, finde ich toll, finde ich schlecht und so weiter. So, den linken Radioapparat lassen wir mal stehen. Wir nehmen den rechten gleich uns vor. Und wenn ich Ihnen jetzt sage, das ist der Volksempfänger oder umgangssprachlich die Goebbels-Schnauze,
dann fällt bei Ihnen hoffentlich so der Groschen. Das war also sicher so ein Gerät, aus dessen Lautsprecher auch Durchhalteparolen und nicht immer nur ein menschenfreundlicher Ton zum Ohr gelangte. So, ja, also könnte man jetzt eine Weile drüber reden, was es mit dem Gerät auf sich hat und seiner ja, ideologischen auch Aufladung oder Verwendung. Das lassen wir jetzt mal beiseite. Wir gucken uns das Ding jetzt erstmal rein gestalterisch an. Es ist also wieder symmetrisch, Sie sehen es. Und wenn Sie mich jetzt fragen, angenommen, ich würde jetzt mein gesamtes Vorwissen löschen, was ich über dieses Gerät alles weiß, und das würde jetzt plötzlich vor mir vor die Füße fallen und ich würde es in die Hände nehmen, würde ich denken, na Mensch, ich würde natürlich entdecken, dass es jetzt ein Radiogerät aus der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts ist. Das würde ich, also wenn ich hinten reingucke, erkennen und an dem Material, das da verwendet ist und so weiter und so fort. Aber ich würde wahrscheinlich sagen, das ist aber ein schönes Ding für seine Zeit. Also das Lautsprecherfeld, das werden wir in einer späteren Vorlesung noch diskutieren, das sitzt hier in einer Idealgröße. Also das ist nicht zu groß und nicht zu klein. Das ist also besser, kann man das nicht platzieren. So, dann haben wir hier unten dieses Feld für die Einstellung, die Regelräder und so weiter. Das ist also rein gestalterisch für die damalige Zeit eine Meisterleistung, ein aufgeräumtes Display zu erzeugen und das also auch, dass das schick aussieht. So, vielleicht können Sie mir da folgen. So, und Sie merken jetzt, dass also, wenn jetzt also aber diese ganzen, das wäre also eher eine Diskussion über die, eine syntaktisch getriebene Diskussion, wenn ich daneben jetzt den Symbolwert des Objektes diskutiere, merke ich, dass diese Strukturen jetzt in eine ganz andere Richtung gehen oder jetzt nicht mehr so unschuldig zur Deckung gebracht werden können. Also das soll jetzt eigentlich auch nur der Gegenstand Ihnen mal zeigen, dass wir in der Gestaltung auch immer genau sein müssen und, wie soll ich sagen, ehrlich. Man muss also auch immer alles auf den Tisch legen und auch sagen, warum spricht man jetzt wie darüber. Das ist also, würde ich sagen, eine Grundbedingung. Nun sind nicht alle Objekte so, naja, so zu sehen, aber ja, es ist aber jetzt die Spitze des Eisberges der Möglichkeiten und deshalb wollte ich Ihnen das jetzt mal kurz, wie sagt man so neidisch, das Ganze mal andiskutieren. So, dann gehen wir weiter, kommen noch ein paar symmetrische Dinge. Da können Sie vielleicht mal jetzt als Hausaufgabe sich mal so Gedanken machen, was ist denn hier jetzt, steckt alles in diesen symmetrischen Erscheinungen drin, welche kommt jetzt Symbol, Indiz, Ikon jetzt hier zur Deckung oder nicht. Können Sie vielleicht auch mal so im Kopf ein paar kleine Hausaufsätze zu Papier bringen und das mal diskutieren. Oder vielleicht in Zukunft, wenn Sie Ihren Bummel durch die Stadt machen, das mal überprüfen, ob die Begrifflichkeit der Semiotik Ihnen da nützt. So, zum Schluss habe ich noch eine Erscheinung. Hier geht es um die Stromlinienform, wo ich also auch nochmal an die Stelle kommen will, was wir eben bei der Symmetrie schon gesehen haben, dass man also Werte mitgenommen werden können. Kurz und gut, wir sehen oben das Fischlein, die Forelle, nicht? Und das wird einem Vormensch oder einem Urmensch auch schon klar gewesen sein, dass der Fisch gut durchs Wasser kommt und wenn der irgendwie am Grunde des Baches noch ein paar rundgewaschene Kiesel gesehen hat, die er dann in seine Steinschleuder schön packen konnte,
dann wird er auch gewusst haben, das hat ja was mit dem Rollen der Steine und dem Abrieb zu tun. Das wird dem auch klar gewesen sein. Also, dass diese Formen etwas mit Strömung zu tun haben, ist wahrscheinlich schon lange klar. So, nun ist es nun diese Übertragung auf Dinge, die sich schnell bewegen, war natürlich im Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts ein Gebot. Ja, also wenn man so, was weiß ich, die ersten Kraftfahrzeuge noch aussahen, vielleicht so Auspuff, so, und die fuhren hier, was eine Galionsfigur, müssen natürlich ran, fuhren die so durch die Gegend, man weiß gar nicht so recht, in welche Richtung, nicht? Dann sahen die bald so aus, nicht? Das war dann so im, sehen ja diese Abbildung da, wusste man, wenn die richtig zügig durch die Gegend fahren sollen, dann müssen die Dinge so aussehen. So, nun hat sich zu dieser Zeit ja noch, hat sich die Stromlinienform auch für ganz andere Dinge angeboten. Also im Ersten Weltkrieg war so ein Projektil eben vielleicht so. Dann flogen auch irgendwelche Zeppeline über die Städte. Die sahen dann so aus. Ja, und vielleicht war auch noch eine Stromlinienlokomotive. Sah dann so aus. So, und und also überall sind diese Vormerkmale angekommen. So, und jetzt ist was, und wenn Sie jetzt auf die nächste Folie blättern, da sehen Sie jetzt zwei Bleistiftspitzer. Der rechte ist sogar noch in meinem Besitz, das ist ein DDR-Produkt, und der linke ist also einer aus dem, ich tippe jetzt mal 50er Jahre des vorigen Jahrhunderts, gestaltet von Raymond Loewy. Also das ist also ein sogenanntes Paradebeispiel der Stromlinienform. Deshalb, darauf will ich jetzt hinaus. Also malen wir jetzt diesen, ich male den nochmal hin, hier mit der Kurbel da dran. Hier kommt der Bleistift rein und unten ist so ein Fuß. Und da kann ich dann meinen Bleistift spitzen. So, wie ist es denn jetzt dazu gekommen? Also dieses Objekt ist natürlich keiner Strömung ausgesetzt. Also so zugig ist es in keinem Office, dass also diese Form notwendig wäre. Es muss also etwas passiert sein. Also diese Aufladung dieser ursprünglichen physikalisch und ja, kinetischen Dinge mit Sinn ist also passiert. Und die steht, also diese Formmerkmale stehen jetzt also nicht nur dafür, dass man jetzt strömungsgerecht das Ding aussieht, sondern dass es eben auch zweckmäßig aussieht, mächtig, wirksam, unzerstörbar, siegreich und was weiß ich nicht alles, was man da alles jetzt so noch draufpacken könnte. Und so dass irgendwann mal vielleicht sagt, eine starke Form braucht diese Merkmale. Und an dem Begriff des Starken ist also nicht mehr die Stromliniengerechtheit gebunden, sondern einfach nur die Form als solche. Und in dem Moment packt man die auf irgendwelche anderen Dinge. Das kann jetzt auch noch ein Rasierapparat sein oder ein Föhn oder was auch immer. Und damit, und was ist denn jetzt bezweckt? Angenommen, der Gestalter hätte jetzt hier ein Ziel gehabt. Der hätte sich sozusagen, wäre sich bewusst gewesen dieser Entwicklung, dann würde er dann offen sagen, ja, mein Spitzer soll einfach nur mächtig sein. Mein Spitzer soll, tja, unkaputtbar aussehen. Oh, was weiß ich, ne? Also das ist also dieses Kalkül, was da drin steckt. Mal mehr oder weniger offen auch ausgedrückt. So, und wenn Sie auf die nächste Folie gucken, ne, da sehen Sie, wie robust praktisch diese Idee ist. Da unten haben wir ja nochmal so ein Fahrradscheinwerfer, nicht? Der ist jetzt hier an der Linksäule dran, nicht? Ist noch der kleine Knopf. Und dieser Fahrradscheinwerfer ist eigentlich ja ideal, dass ich hier sehr schnell rückwärts fahre. Ne? Dann, wenn man es mal genau nimmt, müsste ich hier flott rückwärts fahren. Da wäre der dann also richtig gebaut.
Aber der Radler will ja mehrheitlich mehr in diese Richtung fahren. Und das Ding ist also jetzt eigentlich jetzt fast ein bisschen ungünstig, ne, für eine flotte Fahrt. Aber dennoch werden wir sagen, das ist ja eine Stromlinienform. Also Sie sehen also, dass sogar es zu einer gewissen Widersinnigkeit der Anwendung der Form im physikalischen Sinne kommen kann. Aber das andere Argument ist noch so, ist so stark, dass es siegt. So ist das manchmal in der Gestaltung. Wollte ich Ihnen jetzt mal so klar machen. So, hier ist noch so ein Bild von so einem historischen Tatra. Das habe ich mal in Prag in einer Technischen Museum aufgenommen, nicht? Während heute, wissen wir, dass ein Heckspoiler für Stromlinienform steht, aber diese Flosse hier, die, würde ich sagen, ist doch jetzt nicht tot zu kriegen. Und ja, genau. Also, so, der Foliensatz schließt ab. Bitte ich Sie, das mal vielleicht zu lesen und auf der Zunge, auf der inneren Zunge, dass Sie das zergehen lassen. Also das sind jetzt ein paar Zitate von Émile Zola. Das ist also ein Schriftsteller, der hat also im zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gearbeitet. Also das ist also künstlerisch die Zeit des aufkommenden Realismus und Naturalismus. Und der hat also auch die Realität so geschildert, wie sie ist. Und gibt einen ganzen Zyklus von ihm da. Ist also eigentlich auch sehr lesenswert. Aber ein Band aus dem Zyklus handelt auch von einer Lokomotive. Die ist also nicht die Hauptperson, aber steht da im Zentrum der Ereignisse. Und die wird hier beschrieben in diesen Zitaten. Und Sie können ja mal dann die mal hernehmen und lesen und mal gucken, was denn da jetzt an ikonischem, indexikalischen oder symbolischen Gehalten da so drin steckt. In diesem Sinne, tschüss.